Hallihallo, heute ein Nachtrag zu unserem letzten Shellcode-Injection-Video. Warum von der Handkamera? Weil ich heute meinen Rechner abstürzen lasse. Der bleibt hängen und geht auf eine Webseite, lädt die. Und zwar, indem wir den Bug vom letzten Mal ausnutzen. Aber diesmal nicht so offensichtlich. Dass das nicht ganz so offensichtlich ist, ist auch der Grund, warum das so schnell gefixt wurde, beziehungsweise schon in der Master Repository von Linux Mint ist. Gut, was hatten wir? Wir können Ordner umfärben, ja, eine andere Farbe geben. Gut, im letzten Video war das ziemlich offensichtlich. Da hat sich wahrscheinlich die Hälfte gedacht, so einen Ordner würde ich nie umfärben, der so einen komischen Namen hat. Aber hier sind jetzt Ordner drauf, ja, hier ganz normale Ordner, wunderbar. Was vielleicht ein bisschen auffällig ist, ich habe jetzt mal wieder einen USB-Stick genommen, und zwar extra. Der hat den Titel Firefox Leerzeichen D6S.de. Nun, das ist eine gültige URL, damit wir das hier auch im Video mal sehen können, dass der Exploit funktioniert. Ja, also Firefox Leerzeichen D6S.de. Das ist eine Domain von mir, da geht es gleich drauf. Das sieht man vielleicht nicht sofort, dass es hinterher auf YouTube geht. Was man vielleicht auch nicht sieht, ist der USB-Stick-Name, diese kleinen Anführungszeichen. Die sind nämlich schuld daran, dass dieser Exploit überhaupt funktioniert. Die funktionieren genauso als Shell-Injection. Das sind die Anführungszeichen, die, ja, die sind neben dem SZ oben, ja, also die Taste rechts neben den SZ oben, ne? Und man kann diese Zeichen nicht ganz so einfach eingeben. Die sind auch Shell-Command-Injection fähig. Auf eine Shell gegeben tun die das Gleiche. Gut, also wie gesagt, das könnte jetzt genauso gut zum Beispiel eine Netzwerk-Share sein. Ja, ihr habt vielleicht, eure Dropbox oder weiß der Teufel was eingebunden. Früher war es mal Ubuntu One. Da gab es so Ordner Share to with me, ne? Also andere Leute könnten durchaus Einfluss haben auf Ordnernamen, ohne dass ihr das immer so beeinflussen könnt, und die tauchen dann eingebunden in euer Dateisystem auf. Ne? Es muss nicht, wie hier bei mir, ein USB-Stick sein. Ich habe einen USB-Stick mal formatiert im X4-Format. Und habe den, wie gesagt, den Namen gegeben. Aber wie gesagt, ist man im Unterordner, sieht man das nicht unbedingt. Ne? Kein Plan. Wir haben ja wieder keinen Plan. Ja. Ist jetzt nichts Besonderes drin. Es geht wieder nur um den Umfärbe-Bug. Ich zeige nochmal dieses spezielle Sonderzeichen. Ich glaube, das kennt nicht unbedingt jeder. Das auch dafür sorgt, dass ein Kommando ausgeführt wird von der Shell aus. Das ist dieses da, ne? Dieses Zeichen hier, das ist so ein Hochzeichen, das geht von unten rechts nach oben links, da kommt man dran mit Shift, dann diese Taste drücken und da passiert dann nichts, ne? Denkt man. Und dann drücke ich immer Space und dann erscheint das Ding erst, ne? Gut. So, und davon haben wir, wie gesagt, zwei davon und die rahmen den Domainnamen. Also Firefox, den Webbrowser, Leerzeichen d6s.de und das Ganze eingerahmt. Und jetzt der Grund, warum ich das hier von der Handkamera machen musste. Wir färben wieder irgendwas ein, einen Ordner. Den machen wir jetzt mal rosa. Ja, gut. Und dann behaupte ich, startet sich Firefox und geht auf meine YouTube-Seite. Und der Rechner friert ein, ich kann nichts mehr tun. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss. Und deshalb ist dieser Bug vielleicht dann doch nicht so ganz ungefährlich. Ich kann jetzt nämlich nichts mehr machen. Meine Seite wird angezeigt und das ist vielleicht das, was der Angreifer möchte. Ne? Friert ein. Ja? Kommt man nur noch raus mit STRG ALT F1, kommt man wieder auf eine Konsole. Ne? Hallihallo. Und kann mit Killer Firefox den Firefox schließen und mit STRG ALT und was ist es, F7 oder F8, kommt man wieder, F8 war es diesmal, hier drauf und kann sich wieder bewegen. Gut, ganz einfach, indem ich einen USB-Stick so genannt habe, habe ich jemand auf meine Domain gebracht, den Rechner einfrieren lassen, Shell Command Injection.
Ich hoffe, dir mit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.